Moment, der neueste Kampf hat... Ach so, das war nicht die Weltraumschlacht. Construction complete. Wir müssen mal schauen, wie sieht's hier aus, was Armeen betrifft. 800. 400. So, die hier brauchen wir auch mal überhaupt nicht mehr. Wir nähern uns so langsam an. Technology secured. Trefferpunkte Panzerung. Auf jeden Fall sehr gut für uns. So, der General ist leider gestorben. War declared. Unterhalt Armee. Oh. Okay. Das dunkle Volk hat mal eben die Kontrolle über ihre Roboter verloren. Und auch noch entschlossene Exterminatoren. Okay. Ja, ihr habt mal so ein paar 100k-Flotten bekommen. Ich bin mal gespannt, wie lange die halten werden. Ich bescheinige dem dunklen Volk gute Chancen, dass sie das niederschlagen. Und vor allem heißt das, soviel ich weiß, kann nur ein Maschinenaufstand pro Galaxie stattfinden. Das heißt, wir könnten jetzt mit unseren Robotern so beschissen umgehen, wie wir wollen. Und es wird nichts passieren. Construction complete. So, wenn wir die letzten rüberschieben, können wir uns Cybrex Alpha sichern. Flottenstärke ist ebenbürtig. Pass auf, übernimm mal die Sternenbasis hier. Wir müssen hier gleich ein bisschen Blitz kriegen, damit das funktioniert. So, der eine Krieg ist zum Glück vorbei. Dem anderen müssen wir noch mit dem dunklen... Hä? Ach so. Warte, die Ägypter haben gar keine... Monkadir Sablisur. Ja, die Ägypter wird es, glaube ich, nicht mehr lange geben, wenn sie so weitermachen. Pass auf, dann holen wir die noch dazu.
So, 2-7. Planetary invasion commenced. So, das wird nicht günstig, aber das ist es auf jeden Fall wert. Die eine Ringwelt hatte so viel an Forschung und die anderen hatten so viel an Energie, dass das uns sehr viel bringen wird. Und diese Ringwelten sind noch nicht einmal... Die werden noch nicht mal voll ausgenutzt. Und ich bin sogar bereit, diese Welt hier so zu lassen, wie sie jetzt ist, bis auf die Roboter-Montageanlage. Construction complete. Weil wir dadurch so viel Flottenkapazität bekommen und dadurch auch Cyrex Alpha wahrscheinlich nicht mehr verlieren werden. Mir gefällt nur nicht, dass... Warum schlagen sich meine so schlecht? Construction complete. Oder habe ich nur das Gefühl... Nee, ich habe nur das Gefühl. Weil eigentlich zahlenmäßige Überlegenheit plus General, würde ich eigentlich meinen, ist ein bisschen einseitiger. Okay, klappt das? Ja, klappt. Technology secured. Befehlslimit ist erhöht. Dauererlasse, das ist auch auf jeden Fall sehr wichtig. Das wird eng. Geh lieber in Orbit und teile dich schnell. Wobei... Nee, nicht nötig. Oder? Oder reagiert er schon darauf, dass ich nur den Befehl gebe? So, wir gewinnen hier, auch wenn es sehr viel kostet. Receiving communications. Friedensangebot? Nein, hallo? Nicht ohne Cyrex Alpha. Ernsthaft? Wir haben davon die Kriegsmüdigkeit bekommen? Die haben genauso viele Armeen verloren wie wir. Sogar eine mehr. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? So, aber... Wie stark ist sie noch? 1K? Okay. Dann holen wir uns noch die drei übrigen Systeme. Und dann machen wir Status Quo. Thank you.
einmal springen. Technology secured. So, ihr bereitet euch vor. Das Vieh können wir uns gleich auch mal. Okay. Unsere neue Ökumenopolis ist fertig. Das heißt, direkt erstmal zwei Gießerei-Arkologien, eine Industrie, zwei Freizeit. Wo ist denn bitte... Warum kann ich nicht... Bin ich jetzt blöd? Warum ist Vulcanus hier nicht in der Liste? Doch, da oben. Hulks vivisected. Boah, das wird total eng. So, ihr befreit einmal Zanam. Und tschüss. So, einmal das System erkunden, bitte. Ihr seid hier fast fertig. 460 Tage, das reicht locker. Ground Invasion Force has seized a planet. So, dann müssen wir das hier noch gleich alles reorganisieren, aber das kriegen wir schon hin. Ich hatte Zanam tatsächlich noch gar nicht in meinen Galaxien, so viel ich weiß. Ich weiß gar nicht, was an dem Planeten so besonders ist, außer dass es halt eine 25er Gaia-Welt ist. Also ob die noch irgendwas hat, weiß ich echt nicht. So, das wird schnell gehen. Construction complete. Den Voidspawn können wir gleich auch noch besiegen. Wir können gleich tatsächlich noch eine Kapitulation durchsetzen, auch wenn das eigentlich gar keinen großen Unterschied macht in dem Fall. Planetary invasion commenced. So, das hier müssen wir auch auf jeden Fall ändern. Wenn das unsere neue Grenze wird. Vor allem benennen wir das System dann um. Ich habe auch schon eine Idee, wie man das nennen könnte. So, teilweise besetzt. Ground Invasion Force has seized a planet. So. Nochmal nachprüfen. Wir haben Ansprüche auf das alles hier. Kriegsziele durchsetzen. Building ruined. So. Das sieht doch gut aus. So, Mira kann herabgestuft werden. Nein, nicht Ankerplatz. Geschützbatterie.
Dann kann nämlich hier draußen ein Handelszentrum werden. So, und die hier brauchen wir nämlich dann auch nicht mehr. Das können wir verbessern. Star System charted. So, hier sind ziemlich viele gestorben. Das ist aber okay. Wir werden jetzt einfach welche rüberschieben. Und wir haben schon wieder keine. Aber Legierungen sind gerade total teuer. Das heißt, das können wir ausnutzen. Apropos, wir sollten vielleicht. Es müssen keine Flotten verstärkt werden. Na, das könnte sich noch ändern, wenn wir gleich noch den Voidspawn besiegen. Hä, habe ich den nicht gerade alle. Bin ich jetzt blöd? Wo habe ich den jetzt gerade hingeschoben? Na, man sollte vielleicht die auch nicht. Man sollte die vielleicht auch nicht verwechseln, das hilft. Nicht Dallas und Denver verwechseln hilft. Ach, Avalon ist das hier. Das war sogar nicht mal komplett falsch. So. Avalon kann da so bleiben, Anchor aber nicht. Die sind wohnhaft. Von 482 Konsumgüter. Was? Also irgendwas stimmt da ganz gewaltig nicht. Reparieren. Das hier wird ersetzt durch eine chemische Bepflanzung. Aber die hier sind soweit okay. Kann man auch direkt eine Nahrungsverarbeitungsanlage hier reinknallen. So, was haben wir denn noch hier übernommen? Ja, das erklärt eine Menge. Das erklärt wirklich eine Menge. Qualitativ minderwertige Mineralien, okay. ...88... Robotermontage gestoppt. Was kann man denn hier mal stattdessen hinpacken? Also einmal ein Monument. Das wäre, finde ich, okay. Polizeiwache ist auch okay. Energienetz.
So, die Einfachen können ja von mir aus bleiben. Klontanks. So, der Rest kann komplett weg eigentlich. So, wir können den erstmal deaktivieren, aber... So, das müssen wir mal gerade stabilisieren. So, jetzt meint das dunkle Volk noch unbedingt, irgendwelche Ansprüche stellen zu müssen. Qualitativ außergewöhnliche Mineralien und natürliche Schönheit. Ja, okay. Dann wollen wir doch mal. Die habe ich auch komplett vernachlässigt. So, das hier wird noch alles umgebaut. Wir brauchen unbedingt den Materie-Dekompressor, damit wir uns um Mineralien auch keine Sorgen mehr machen müssen. Ich würde sogar sagen, wir brauchen hier noch ein Sterntor. Das holen wir uns gleich. Ich möchte aber zumindest das grob nochmal in Ordnung bringen. Na ja, gut. Ach ja, hier ist auch die ganze Verwüstung auf dem Planeten, weil wir es so zerbombt haben. Okay. Avalon. Ja, wir haben Brunstkonsum, das ist nicht das Problem. Warum zur Hölle baut die KI eine Mineralverarbeitungsanlage auf einer Ringwelt, wo kein Bergbau betrieben werden kann? Warum drücke ich auf Upgrade? Das ist noch eine viel bessere Frage. Das Teil kann... Energienetz ist vorhanden, dann bauen wir nochmal eben... Wo ist es? Komm, dann bauen wir Klontanks. So, einmal ein Konstruktionsschiff, bitte. Wir brauchen da unbedingt ein Portal. So, ich wollte das hier mal eben gelöst haben. Ich brauche da zumindest 10 Leute, damit ich schon mal das eine ausbauen kann. Avalon bleibt mal links liegen. Sicilia... So, einmal das. Olympia? Wo ist denn Olympia? So, das andere wären mal hier.
Construction complete. Construction complete. Sinus ist hier. Ja, das ist mir recht. Dann wollen wir mal. Construction complete. So, einmal das Ding. Untersucht die Splitter. So, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Dafür sind die auf der anderen Segment sind jetzt dafür wieder Spiritualisten. Das ist wunderbar. Die Anbitten sind hier aber ziemlich. Ja. Und die zwei sammeln hier dadurch halt ordentlich Punkte. Das heißt, wir müssen wirklich mal uns was überlegen. Vielleicht ist hier irgendwo ein L-Gate? Sterntor, ein Wurmloch. Aber ich sehe kein L-Tor. Da ist eins. Vielleicht sollte unser nächster Schritt wirklich sein, das L-Tor zu holen. Wir müssten eigentlich an einem Punkt sein, wo wir mit den Konsequenzen umgehen können. Und dann haben wir wirklich eine Fahrkarte in die gesamte Galaxie. Okay, die Roboter machen sich gut breit. Das dunkle Volk ist ziemlich, ja. Ich glaube, die sind auf dem Weg raus zwischen den Robotern und den Anbetern. Also ich habe das Gefühl, wenn das so weitergeht, bleibt bis auf uns nicht mehr viel übrig, weil die Anbieter einfach alles am Zerlegen sind. Und irgendwie ist noch keiner wirklich in einer Position, ihnen Einhalt zu gebieten. Wohl doch, die Asiaten vielleicht, wenn sie sich geschickt anstellen. Aber das sehe ich nicht, dass sie das machen werden. So, einmal ersetzen bitte. Durch Klontanks. Hier ist einfach total die Arbeitslosigkeit. Ich meine, wir können auf Vulcanus ein paar umsiedeln. Das wäre nicht mal so schlecht. Construction complete. Okay. Zumindest ein paar haben wir mal rübergezogen. War declared. So, die Framerate geht gerade ein bisschen runter. Ernsthaft, noch ein Maschinenaufstand? Okay, es kann also offenbar. Okay, dann kann also einer pro Nation stattfinden. Okay, dann sind wir also da doch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich kann damit leben, dass der die Mayas ein bisschen beschäftigt. Also, Maschinenintelligenz, okay, aber es sind keine Exterminatoren, das ist schon mal okay. Special project complete.
Gigantische Evolution, was? Energiecredits von... Okay, ja, das ist eher... Ich dachte jetzt... Ich hatte gedacht, da wäre was Spektakuläreres. So, und Zanam können wir auch mal eben kolonisieren. Das sieht aber soweit gut aus. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Ich werde gucken, dass ich noch ein bisschen das hier sortiert kriege, damit das beim nächsten Mal, zumindest wenn die Zeit abgelaufen ist, halbwegs wieder funktioniert. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Siedlaris.